He's looking in there. Hello. Ja, also mal schauen, ob aus diesen grünen Bananen eine Art Kochbanane was wird. Es ist mit Abstand der leckerste Rohteig, den ich jemals gegessen habe. Gut gemacht, Nettie. Hau rein. Es wird Bananenbrot, richtig? Hm? Hm. Mal gucken. Ja, ein Traum. Ja, mal gucken, ob es was wird. Bis jetzt sieht es gut aus. Aber waren erschwerte Bedingungen. Hatte Max im Manduka. War auf dem schwankenden Schiff alleine, weil Marie rumgemotzt hat, weil sie keine Schule machen möchte heute. Naja, wie das so ist. Wie im Alltag, im richtigen Leben. Also wir backen den jetzt und dann lassen wir es uns hoffentlich schmecken. Ciao. Mit Sicherheit. Also während wir in den Tobago Keys die Drohne ausprobiert haben, ist Nettie in der Küche hier zur Höchstform aufgelaufen. Wie immer. Erzähl mal, was du alles gemacht hast, Chickies. Naja, Banana Bread. Banana Bread.
lecker. Und Brot ist gleich fertig. Heiß. Und Kartoffelsuppe. Mmh. Läuft fast über. Aber jetzt auch fertig. Muss ja für alle reichen, ne? Ja, genau. So, ist ja wunderschön hier im Paradies, aber das kommt dann ab und zu auch mal so, wie es kommen muss. Irgendetwas passiert, geht kaputt und muss repariert werden. Und diesmal hat es leider unsere Maschine erwischt, unser Motor. Wahrscheinlich durch ein defektes Vakuumventil ist nach dem Abschalten des Motors Wasser nachgelaufen und quasi in den Brennraum rein, also in den Zylinder, Salzwasser in den Zylinder reingelaufen, was natürlich super scheiße ist, super schlecht ist. Das müssen wir jetzt wieder rauskriegen. Das merkt man daran, dass sich der Motor nicht mehr dreht, also der springt nicht mehr an, sondern er dreht sich nicht mehr, weil sich Wasser natürlich nicht komprimieren lässt wie Luft. Und außerdem kam Wasser aus dem Luftansaugstutzen raus, also Salzwasser. Und damit ist die Sache eigentlich klar. Was wir jetzt machen, ist das Wasser wieder rauskriegen, indem wir die Einspritzdüsen rausschrauben. Und dann lässt sich der Motor ja einfach durchdrehen. Und dann müssen wir das Wasser dort rauskriegen, rausnehmen, mit dem Schlauch raussaugen bzw. irgendwie raustupfen. Und danach werden die Einspritzdüsen wieder eingesetzt. Dann hoffen wir mal, dass es nicht auch in die Einspritzdüsen rein ist, was ich aber nicht glaube. Und dann gucken wir mal, ob er wieder funktioniert. Aber das ist natürlich schon eine sehr, sehr unschöne Sache hier. Aber mal gucken. Hallo, Sicher. Na, Gelewein, nein? Guckst du mit zu? Guckst du mit zu, wie wir den Motor machen? Jawohl. Also, wir haben jetzt das Wasser rausgedreht. Wir haben quasi die Injektoren entfernt und den Motor gedreht per Hand, beziehungsweise auch mit dem Starter durchgedreht, um das Wasser da wieder rauszukriegen. Und musste man natürlich erstmal das Wasser in der Auspuffanlage sozusagen entfernen, sonst läuft es immer wieder nach. Und ja, jetzt bauen wir das Ganze wieder zusammen. Vorher noch mit WD-40 schön ausspülen den Zylinderraum, damit dann auch alles raus ist, das Wasser mit rauskommt, komplett. Und jetzt werden die Injektoren gereinigt und die bauen wir jetzt wieder ein. Und dann sollte es funktionieren. Also Daumen drücken. So, mach noch mal aus. An, 10 Sekunden vorglühen und dann starten. Starte. Maschine läuft! So, liebe Freunde, liebe Familie, der Motor läuft wieder. Wir haben ihn zum Laufen gebracht, nachdem wir ihn auseinandergebaut hatten, zumindest so den oberen Teil.
Der hört sich auch wieder richtig gut an. Jetzt müssen wir nur noch verhindern, dass es nochmal passiert. Und da müssen wir dann wahrscheinlich noch so eine Rückschlagklappe einbauen. Aber ich habe schon von einigen gehört, dass wenn man Pech hat, passiert sowas halt. Aber jetzt wissen wir, wie wir es beheben können. Und das ist schon mal richtig geil. Hat wunderbar funktioniert. Jetzt ist die Stimmung wieder auf dem Höchstpunkt. Ja, vielen Dank an den Marco von Mehr Sehen. Denn der hat uns tatkräftig am Telefon beraten und hat mir erzählt, quasi, was der beste Weg ist, den Motor zu entwässern. Und es hat tatsächlich wunderbar einwandfrei funktioniert und war jetzt auch nicht, ich sag mal, kein so wahnsinnig großer Aufwand. Wir haben da jetzt irgendwie zwei Tage für gebraucht. Allerdings haben wir uns natürlich auch Zeit gelassen, um zu gucken, wie wir das machen, was wir da machen können. Haben alles sauber gemacht und ja. Also Marco, vielen Dank.